So, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei der Kreissparkasse in Heilbronn unter der Pyramide. Und zu diesen Zeiten jetzt, wo auf dem Eis leider noch nicht so gespielt wird, wie wir es uns vorstellen, haben wir gedacht, wir unterhalten uns einfach mal über das Thema Eishockey. Zu meiner Linken den Michael Zeiter, neuer Trainer der Heilbronner Falken. Zu meiner Rechten den Geschäftsführer der Heilbronner Falken, Stefan Rapp. Und meine Wenigkeit, Steffen Schnitzer. Zum einen Stadionsprecher der Heilbronner Falken und einer der Gesellschafter der Falken. Und ich freue mich, dass ich heute Abend oder heute mit dem Stefan und mit der Michelle etwas über das Eishockey sprechen darf. Und da viele unserer Zuseher und Zuhörer uns ja noch nicht so kennen, Stefan, wenn du dich einfach mal vorstellen würdest, wer bist du denn, wo kommst du her, was machst du? Ganz herzlichen Dank, Steffen. Also man hört es ja schon am Dialekt, der einzige Fremdsprechende hier mit dem Steffen an Bord. Stefan Rapp, Familienvater, 50 Jahre alt, zwei Kinder, beide im Studium. Bin in Mannheim geboren, lebe in Mannheim mit der Familie. Und bin jetzt seit dem 11. Mai hier an Bord bei den Heilbronner Falken, habe die Geschäftsführung übernehmen dürfen. Die letzten Jahre, Jahrzehnte, habe ich in der Industrie verbracht, habe eine Lehre gemacht, eine technische Lehre bei Mercedes-Benz damals noch in Mannheim. Habe mich von da an aus dann entwickelt in den Engineering-Bereich sowie dann auch in den Einkaufsbereich. Und die letzten 10 Jahre dann in unterschiedlichen Branchen auch verbracht, Maschinen- und Anlagenbau, Automotive. Ich spiele von Kindesbeinen an, Steffen, immer Eishockey und auch Basketball. Hat mich schon immer begleitet, sehr sportlich, auch die gesamte Familie. Und jetzt konnte ich natürlich mit dem Thema Heilbronner Falken Hobby und Beruf auch zusammenbringen. Und das ist etwas, was mich sehr stark motiviert hat, was mich auch jetzt noch motiviert, auch in diesen schwierigen Zeiten, unter den ganzen Corona-Bedingungen, die wir global derzeit erleben, mit allen Herausforderungen. Und ich bereue es noch nicht, dass ich jetzt bei den Heilbronner Falken die Geschäftsführung übernehmen durfte, trotz der ganzen Anstrengungen, die wir gesamtheitlich derzeit alle zu bewältigen haben. Da gehen wir gleich noch drauf ein, Stefan. Vielen Dank mal. Michelle, gleich zu dir, wenn du auch dich kurz vorstellen würdest. Ja, danke Steffen. Mein Name ist Michael Zeiter, bin 46 Jahre alt, komme aus der Schweiz, bin seit sehr vielen Jahren in Eishockey involviert, habe 18 Jahre lang als Profi-Eishockeyspieler gespielt, bin jetzt seit 10 Jahren Profi-Eishockey-Trainer, eine große Leidenschaft von mir und ich freue mich sehr hier in Heilbronn mit dem Falken hoffentlich bald in die Saison zu starten. Michel, du hast gerade angesprochen, du bist im Eishockey zu Hause schon ganz, ganz viele Jahre, aber ich glaube, es ist der erste Mal der Sprung jetzt über die Grenze hinweg eine professionelle Aufgabe zu beginnen in Heilbronn als Trainer. Was hat dich gereizt oder was hat dich interessiert an der Aufgabe, jetzt tatsächlich ins Ausland zu gehen und in Heilbronn die sportliche Verantwortung zu übernehmen? Genau, das ist tatsächlich so. Ich hatte als Spieler einmal kurz die Gelegenheit, um das Jahr 2000 herum nach Nordamerika zu gehen. Leider hat es nicht geklappt und jetzt konnte ich mich als Trainer sehr lange in der Schweiz entwickeln, seit 8, 9, 10 Jahren. Und es war schon als Spieler für mich immer ein Traum, mal ins Ausland zu gehen. Ich konnte in der Vergangenheit mehrmals während Weltmeisterschaften mit der Schweizer Nationalmannschaft in WM-Turnieren gegeneinander spielen. Auch am Deutschlandcup hatte ich einige Begegnungen mit Deutschland, die sogenannten Derbys, wie wir es von der Schweiz aus so nennen. Ebenso auch als Trainer der A-Nationalmannschaft, als Assistant Coach am Deutschlandcup war ich tätig. Von daher waren die Spiele immer sehr hart umkämpft. Es ging um sehr viel und mich hat sehr beeindruckt die Art und Weise, wie Deutschland immer aufgetreten ist. Die Spiele hatten immer sehr kampfbetont gewirkt und das hat mich dazu bewogen, dass ich in den letzten Jahren sehr viel DL2-Spiele gesehen habe, live wie auch am Fernseher und habe jetzt vor einigen Monaten die Chance wahrnehmen dürfen, nach Deutschland zu kommen und bin glücklich, dass ich mit den Heilbronner Falken einen Arbeitgeber gefunden habe, der in mich Vertrauen hat und auf mich zählt. Was hat deine Frau gesagt, als du ihr davon erzählt hast, das Abenteuer Heilbronn zu beginnen? Ja, ich bin seit auch schon fast 20 Jahren mit meiner Partnerin zusammen.
seit erst 5 Jahren verheiratet. Wir haben da ein bisschen zugewartet. Nein, es war sicherlich auch unsere Zwillingstöchter ausschlaggebend, die mittlerweile 19 Jahre alt sind, aus der Lehre raus sind, erwachsen sind. Und das war ausschlaggebend, dass ich die Möglichkeit auch habe, das jetzt zu machen. Nicht zuletzt, weil wir auch Erfahrung haben diesbezüglich, schon bereits in der Schweiz einige Engagements hatte, weit weg von zu Hause. Wir haben zwar nicht diese Distanzen wie hier in Deutschland, aber ich bin mich gewohnt, sagen wir mal 8-9 Monate zu arbeiten, weg von der Familie. Und im Sommer gibt es dann, sagen wir, 3-4 Monate, wo ich dann zu Hause bin, wo wir uns sehen. Von daher, die Familie unterstützt mich sehr gut und hat Verständnis für das. Und von dem her war es kein Problem. Und Stefan, das ist ja bei dir, glaube ich, auch ähnlich. Du hast jetzt über Jahre erfolgreich in der Industrie gearbeitet. Und auch wenn Eishockey ein Hobby ist von dir, Leidenschaft von dir, so ist es doch trotzdem was anderes, dann im Eishockey eine professionelle Verantwortung, also tatsächlich einen Beruf auszuüben. Wie hast du das deiner Familie erklärt und hast gesagt, ich gehe jetzt nach Heilbronn und ich übernehme die Geschäftsführung bei den Heilbronner Falken? Also ich habe vom Grundsatz her nicht viel erklären müssen bei der Familie. Du hast es ja schon angesprochen, ich war in den letzten Jahren sehr, sehr viel unterwegs, auch lange Zeit auch im Ausland. Von daher war die Familie froh oder sie war nicht froh, wenn der Papa oder auch der Ehemann unter der Woche nicht zu Hause war. Das Thema Eishockey trägt die Familie schon seit Jahren, weil auch mein Sohn letztendlich irgendwann einmal den Sport für sich entdecken durfte. Sie wissen, dass ich sehr sportaffin bin. Eishockey und Basketball ist so meine Leidenschaft. Und wenn man jetzt, wie gesagt, das Thema Hobby und Beruf zusammenbringen kann, dann freue ich mich auch, dass ich die aktive Unterstützung auch der Familie hier habe und dass mir hier seitens der Familie kein Stein in den Weg gelegt wird. Wenn du jetzt so die Erfahrungen Industrie mit den ersten Eindrücken Eishockey vergleichst, gibt es so grundlegende Unterschiede in der Organisation? Wie tickt eine Unternehmensorganisation in der Industrie und wie tickt eine Eishockey-Organisation? Gibt es so Punkte, die deckungsgleich oder die grundlegend unterschiedlich sind? Also eine Industrieorganisation ist sehr stark prozessgetrieben, strukturgetrieben und auch in Anführungszeichen auch controllingsgetrieben. Eine sportliche Organisation hat sehr viel etwas mit Leidenschaft zu tun, mit Passion. Und man merkt da schon die größten Unterschiede im Rahmen auch des Freiheitsgrades, den man so hat. In der Industrie arbeitet man vom Grundsatz her an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag. In Sportorganisationen findet es ja entgegen eigentlich der gesellschaftlichen Zeit statt. Das heißt, da finden dann freitagsabends, samstags oder sonntags die Spiele statt. Und das ist ein Punkt, den man auch unter der Woche spürt, weil man letztendlich unter der Woche auf das Wochenende hin zuarbeitet. Im Gegensatz dann in den Industrieorganisationen, wo sehr alles stringent ist. In den sportlichen Organisationen kommt noch einmal aus dem sportlichen Aspekt heraus die Varianz zum Tragen, dass Individualität jeden Tag, wenn sich jetzt ein Spieler verletzt, wenn aufgrund von bestimmten Vorgaben, Bedingungen, wie die wir jetzt endlich haben mit Corona, Veränderungen zum Tragen kommen, da muss man kurzfristig darauf reagieren. Und das sind so die gravierenden Unterschiede zwischen einer Industrieorganisation und auch einer Sportorganisation. Ich glaube, das Thema Leidenschaft ist ja ein wichtiger Bestandteil des Erfolges. Wie misst du für dich Leidenschaft oder wie bewertest du Leidenschaft, dass jemand in deiner Organisation leidenschaftlich ist, leidenschaftlich arbeitet? Man spürt es im Umgang, im Arbeitsklima und mit Enthusiasmus eigentlich, Steffen. Also man spürt bei Personen, ob sie mit Enthusiasmus, mit Passion dabei sind. Und sie schauen nicht auf die Uhr. Wenn der Tag halt länger wie 8 Stunden geht, von 9 to 5, dann geht er halt auch länger. Mhm. Und man hat, wie gesagt, diesen hohen Freiheitsgrad. Und das ist das, was ich im Moment so ein bisschen schätzen lernen durfte, weil ich dies in den letzten Jahren, in den Aufgaben, die ich da absolvierte, so nicht verspürt habe. Jetzt hast du ja, als du jetzt angetreten bist, den Blick auf die Organisation geworfen und hast dir auch Gedanken gemacht, wie du strukturieren möchtest, wie du arbeiten möchtest. Jetzt gab es doch die ein oder andere andere Veränderung innerhalb der Organisation der Heilbronner Falken GmbH. Warum hast du diese Veränderung in der Organisation vorgenommen? Oder was hat den Ausschlag gegeben, jetzt tatsächlich die Neuaufstellung vorzunehmen?
Da kamen zwei, drei Themen zum Tragen. Auf der einen Seite, wenn man die Altorganisation betrachtet, mit Abschluss der Saison 19-20, gab es auf den wesentlichen Positionen persönliche Veränderungen der Mitarbeiter, die sich letztendlich dann auch im Rahmen ihrer Nebentätigkeit bei den Falken dann hauptberuflich in andere Themen hinein entwickelt haben. Was man absolut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch sagen, was ist eigentlich das Ziel mittel- und langfristig bei den Heilbronner Falken in einem sogenannten 2-3- oder auch 5-Jahresplan. Und dementsprechend muss man natürlich auf der sportlichen Ebene sowie dann auch auf der kaufmännischen Seite, auf der kaufmännischen Ebene, die Positionen nach bestem Wissen und Gewissen auch mit den Qualitäten besetzen. Und da sind wir im Moment gerade da dran. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein junges, dynamisches Team aufzubauen. Wir konnten gemeinsam mit dem Michel die Spieler aus der letzten Saison, man kann ja schon sagen, zu 95% weiter verpflichten, weil einfach auch der Enthusiasmus, die Leidenschaften, auch die Integrität zu den Heilbronner Falken da war. Einen Neuzugang haben wir mit Matt Neal. Stefan, Ziele und Mannschaft, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich möchte ganz gerne rüberspringen zum Michel. Du hast gerade eines angesprochen. Du hast das deutsche Eishockey mitverfolgt, das deutsche Eishockey erlebt. Ich glaube, es gibt auch ganz nette Bilder von dir, wo du dem deutschen Gegenspieler kampfbereit gegenüberstehst und gesagt hast, okay, die spielerische Qualität ist wichtig, aber auch die körperliche. Wie würdest du denn die Unterschiede des Schweizer und des deutschen Eishockeys charakterisieren? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, mittlerweile begegnen sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Es gab da mal eine Zeit, wo der Schweizer Eishockey, ich sage mal, ein wenig die Nase vorn hatte. Der Schweizer Eishockey steht für hohes Eishockey-Tempo, Tempo auf dem Eis. Deutschland hat von der Kampfbereitschaft her da, oder muss ich so sagen, konnten wir viel, viel lernen. So, es kamen zwei Mannschaften aufeinander, eine schnelle Eishockey-Mannschaft und vom kampfbetonten Spiel her, wo Deutschland, wie soll ich sagen, in sich hat, da konnten wir auch sehr viel abschauen. Heute wenig Unterschied, vor ein paar Jahren noch rein vom Spielerischen, die Schweiz leicht im Vorteil. Wenn man heute schaut, was für Spieler in die NHL gehen, von der Schweiz, von Deutschland, wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet in beiden Ländern. Ich habe Deutschland die letzten Jahre intensiv verfolgt und konnte sehr, sehr große Fortschritte feststellen. Wenn du jetzt, Michel, du bist ja jetzt in der ersten Trainerstation jetzt im Ausland, aber hast Erfahrung in der Schweiz. Wie würdest du dich als Trainer charakterisieren? Ich weiß, es ist immer schwierig, dich selbst zu beschreiben, aber wenn ich jetzt einen deiner ehemaligen Spieler oder einen Spielerkollegen, als du aktiv warst, wenn ich den fragen würde, was würden die über den Zeiti sagen? Was ist er für ein Kerl? Du hast es angesprochen, sehr schwierig natürlich von meiner Seite aus. Ich sehe es so, dass ich sehr geradlinig bin, konsequent, hohe Ansprüche habe und ich will gewinnen. Für das arbeite ich tagtäglich. Ich bereite mich sehr, sehr gut auf das bevorstehende Spiel vor. Und ich habe es vorhin gesagt, ich will gewinnen. So, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin sehr strukturiert und kommunikativ, und das sind diese Punkte, die ich jetzt über mich selber sage. Gibt's in der Zusammenarbeit mit den Spielern No-Gos, wo du sagst, da diskutiere ich nicht drüber, das lasse ich definitiv nicht zu? Ja, das gibt es einige. Man hat einen eigenen Führungsstil. Für mich ist sehr hochgeschrieben Respekt oder Be on Time. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft als Einheit auftritt. Kampfbetont spielt, man darf Spiele verlieren. Es kommt immer auf die Art und Weise drauf an. Selbstverständlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, wir wollen attraktiv spielen. Nochmals zurück auf die Kernfrage, es ist Respekt und die Winnermentalität. Jetzt hast du, Stefan, gerade angesprochen, 95% der Mannschaft des letzten Jahres wurden verpflichtet. Hast du das einfach gemacht und hast gesagt, da mache ich einfach mit den gleichen Jungs wieder Verträge. Ich bin neu in meiner Verantwortung als Geschäftsführer und die haben letztes Jahr gut gespielt, waren ja auf Platz 4 nach der Hauptrunde, bevor dann das Corona-Thema losging. Oder hast du gesagt, nee, da möchte ich, dass ein Kern zusammenbleibt und dass wir da was weiterentwickeln. Was war die Motivation, tatsächlich so viele Spieler weiter zu verpflichten?
Also vom Grundsatz her war die Motivation eigentlich das Ergebnis in der letzten Saison, wo die Arbeit der Mannschaft, wo die Arbeit der Organisation letztendlich ja nicht zu Ende geführt wurde. Weil wer hätte schon erahnen können, wo man hinkommt auf Platz 4 mit direktem Heimrecht, direkter Einzug in die Playoffs. Und das war letztendlich auch für den Michel und für mich die Grundlage, den Kader für die Saison zu planen. Es standen noch einige Vakanzen, einige Positionen offen. Und der Michel mit seiner Kernkompetenz hat natürlich hier aufgrund seiner sportlichen Verantwortung, die er hat, natürlich das größte Mitspracherecht. Und er hat sich in dem wirklich viel, viel Zeit genommen. Und wir waren dann auch sehr eng zusammen und haben uns dann auch dazu committed, einige Spieler, mit denen näher dann in die Verhandlungsgespräche einzusteigen, entweder direkt oder über den Agenten. Und wir sind froh, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass wir wirklich einen Großteil der Mannschaft haben für uns gewinnen können für die kommende Saison. Den Weggang, den wir hatten, das weiß ja jeder, war der Derek Damon als Captain, sowie auch der Alex Nikiforuk. Diese beiden, die standen im Vorfeld auch schon zur Disposition, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr für uns spielen werden. Und da haben wir uns auch Zeit gelassen, letztendlich, um den ein oder anderen Ersatz zu finden. Und mit Matt Neal haben wir jetzt halt jemanden gefunden, wo wir der Meinung sind, er passt in die Mannschaft hinein. Und aus dem spielerischen Aspekt heraus ist es Michel seine Aufgabe, ihn da zu bewerten. Und ich glaube, wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir da gemeinsam einen ganz guten Job gemacht haben. Jetzt kam ja, wie du es auch gesagt hast, Ende Hauptrunde tatsächlich schlagartig das Thema Saisonende und Corona. War es jetzt für dich einfacher, die Spieler dazu bewegen, die noch keinen Vertrag hatten, nochmal nach Heilbronn zu kommen, vor dem Hintergrund Corona, dass sie dann wussten, wo sie hinkommen in eine seriöse Organisation? Oder war es eher schwieriger, weil viel Unsicherheit auch bei den Menschen war, die Eishockeyspieler als Menschen und auch oft Familien haben, die dann sich überlegt haben, okay, was wird jetzt Ende des Jahres oder Spätsommer in Heilbronn sein? Eben der Zeitpunkt März beschrieben oder über den Sommer? So oder so. Es hatte beide Aspekte im Rahmen der Gespräche, die da zum Tragen kamen. Aber ich muss sagen, letztendlich ging es um Feinheiten, um Nuancen, wo man sich dann zueinander bewegt hat. Man muss ja aufeinander zugehen, wenn man in so einer Partnerschaft dann auch irgendwo mal einen Start zusammen definiert und auch einen Zeitraum definiert, dann muss auch von beiden Seiten her das Gefühl kommt, man geht aufeinander zu, nicht voneinander weg. Und das war bei allen Spielern so der Fall. Egal, ob die Verhandlungen direkt stattgefunden haben oder ob die Verhandlungen über den Agenten, über den Berater stattgefunden haben. Es war auf Augenhöhe und wir konnten in verhältnismäßig kurzer Zeit eigentlich den Kader und auch den Wunschkader von Michel gemeinsam definieren und festlegen. Und das sind wir eigentlich auch alle stolz drauf. Der Stefan sagt es, Michel, der Wunschkader. Jetzt bist du als Trainer hier angetreten und du wusstest ja aus den Vorgesprächen mit dem Stefan und mit den Verantwortlichen, der Großteil des Kaders steht. Inwieweit ist das jetzt ein Vorteil für dich gewesen oder inwieweit ist es Belastung, dass du sagst, okay, du musst jetzt tatsächlich übernehmen, was jetzt schon verpflichtet war? Ja, entweder oder. Also man kann es sehr positiv sehen oder sagen, man übernimmt etwas, das man vielleicht noch verändern wollte. Stefan hat es angesprochen vorhin. Wir haben genau analysiert. Wir haben die letzte Saison analysiert und waren der Meinung, dass wir den großen Teil des Kaders zusammenhalten wollen. Ein ganz wichtiger Punkt war natürlich auch, wie hungrig sind die Spieler? Wo steht die Komfortzone, wo wir durchbrechen müssen? Denn wir haben den Kader zusammengehalten. Die Spieler selber waren sehr motiviert, weiterhin für Heilbronn zu arbeiten, nachdem die Saison durch Corona gestoppt wurde. Der Weg war unvollendet. Man darf nicht vergessen, die Saison letztes Jahr in der ganzen DL2 war sehr eng zusammen. Ich glaube, von Platz 4 bis 10 trennten die Mannschaften 10 Punkte. Die Falken hätten mit Heimvorteil beginnen können und das war natürlich als Erfolg zu werten. Leider wollte es die Welt anders, damit man da nicht den Weg weitergehen konnte. Wo der Weg hingeführt hätte, das ist rein spekulativ. Was wir beide wissen, Stefan und ich, dass wir den nächsten Schritt nehmen wollen und dass es sehr viel Arbeit braucht, Geduld. Wir versuchen natürlich, sofern die Saison so schnell wie möglich beginnt, an dem Punkt weiter zu arbeiten, wo sie aufgehört haben.
plus noch mehr zu entwickeln, den nächsten Schritt zu nehmen. Wir haben uns für ein Kader entschieden oder die vereinzelten Vertragsverlängerungen, weil wir der Meinung waren, das sind diese Leute, wo wir weiterhin Potenzial sehen und verbessern können. Nicht zu vergessen sind diese vielen jungen Spieler, Förderlizenzspieler, wo ein Jahr älter werden, mehr Verantwortung übernehmen, wo sehr großes Potenzial haben. Und bei den erfahrenen Spielern wissen wir, was wir haben, welche Qualität dahinter steckt. Einzig dort gilt es für Stefan und mich vor allem als Trainer, dort diese Komfortzone zu durchbrechen, damit wir den nächsten Schritt nehmen können. Und da waren wir der Überzeugung, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Jetzt hat es Stefan angesprochen, es gab zwei Schlüsselveränderungen. Derek Damon, der als Captain die aktive Laufbahn jetzt beendet hat nach der letzten Saison, und Alex Nikiforok. Der spezielle Derek war ja der Leader im Team, er war auch Captain des Teams. Wie hast du dann versucht, ihn zu ersetzen, jetzt Matt Neal als Neuzugang auf der Ausländerposition, auch im Sturm, aber er ersetzt sicher nicht 1:1 den Spieler und nicht 1:1 den Captain, aber wie hast du trotzdem versucht, mit der Schlüsselposition, die zu besetzen war, den Spieler zu finden, der passt, der Reize bringt, wo du sagst, jawohl, den hätte ich gerne. Sehr, sehr großen Respekt vor der Karriere von Derek Damon, vor dem Menschen Derek Damon. Ich denke, Derek Damon kann man nicht ersetzen. Der war einzigartig. Es gibt auch die Chance, durch das er zurückgetreten ist, für 22 andere Spieler da in diese Lücke reinzuspringen, die Chance zu bekommen. Es gibt viele Modelle, die erfolgreich sind, sei es in der Schweiz, Deutschland, in Amerika, wo junge Spieler die Chance bekommen, die Verantwortung kriegen, mit 23 Jahren ein Captain-Amt zu übernehmen. Man muss da reinwachsen. Und ein Spieler, ein Captain einkaufen, das kann man nicht. Ein Captain entsteht, ein Captain hat Potenzial vorhanden, wo die Coaches erkennen müssen. Es ist nicht nur der Captain alleine, es ist das Captain-Team. Und da haben wir jetzt im Vorfeld, in der Vorbereitung, uns auf drei Spieler fokussiert, wo wir der Meinung sind, sie als Team können die Mannschaft weiterentwickeln, sind die richtigen Personen neben dem Eis, auf dem Eis, da das Erbe von Derek zu übernehmen. Nochmals großen Respekt vor ihm. Wir sind in einer neuen Zeit. Wir wollen auch Veränderungen vornehmen, um den nächsten Schritt zu nehmen. Von daher war alles klasse in der Vergangenheit. Für uns in die Zukunft sind neue Wege nötig, um den nächsten Schritt zu nehmen. Und wer werden die, oder in der Vorbereitung, es gab ja schon Spiele, war es Corey Mapes, und wer ist noch dabei, Captains oder die Assistants? Genau, wir hatten in den letzten fünf, sechs Wochen Zeit, dieses Trio in eine Richtung zu stoßen. Wir haben gemeinsam mit den betreffenden Personen gesprochen. Für mich ist wichtig, was unsere Spieler denken, was sie sagen. Es ist nicht so, dass ich ein Typ bin, der kommt und sage, so, jetzt geht's 1, 2, 3, so machen wir es. Ich brauche Informationen. Wir haben intern diskutiert gehabt mit den Spielern. Stefan und ich haben uns auch ausgetauscht. Und er kam dann zum Ergebnis, dass wir auf den Corey Mapes setzen mit den Assistenten Dylan Rock und Markus Götz. Mapes. Der Corey auch eingewechselt, also gebürtiger. Genau, das sind natürlich verschiedene Aspekte, warum jemand Captain wird. Corey ist von hier, kennt alles, spricht 1, 2, 3, 4 oder 5 Sprachen, weiß es nicht. Nein, er spricht Deutsch, er spricht Englisch. Und die anderen beiden, Götz war in der Vergangenheit Assistant Captain, hat einen guten Job gemacht innerhalb der Mannschaft und nach anderen Orten. Da hatten wir noch eine Position frei, wo wir zusätzlich brauchten. Und da haben wir mit Dylan Brock einen Spieler, wo eine super Saison gespielt hat und im Training immer hart arbeitet. Und haben jetzt aufgrund dieser Aspekte gesagt, wir wollen mit diesen drei jetzt die nächsten Wochen bestreiten. Und es zeichnet sich auch ab, dass diese drei, so wie wir sie jetzt aufgestellt haben, diese Ämter übernehmen. Ich höre jetzt aus deinen Worten, Michel, dass du jemand bist, auch natürlich im Gespräch, aber der
die Captain-Positionen selbst entscheidet. Es gibt ja auch Trainer, die sagen, liebe Mannschaft, wählt den Captain aus euren Reihen. Warum ist deine Philosophie diejenige, dass du sagst, ich möchte gerne den Captain bestimmen? Weil ich die Verantwortung trage. Es ist ein Link zu der Mannschaft und zu den Coaches. Wir brauchen da Personen, wo wir vertrauen können. Wir wollen oder müssen auf jeden einzelnen Spieler vertrauen, von 22. Corey hat eine Erfahrung, ist ein aufopfernder Spieler. Warum ich das am Ende entscheide, ist so, dass ich die Verantwortung trage zwischen dem Link, Mannschaft und Coach, ist immer in Absprache mit meinen Assistenten, wie ich vorhin angesprochen habe. Auch mit dem Trio haben wir das besprochen. Am Ende muss ich Entscheidungen treffen. Ich muss am Tag immer wieder Entscheidungen treffen. Ihr dürft sie immer bewerten oder kritisieren. Das ist mein Job. Aber ich war der hundertprozentigen Überzeugung, dass dieses Trio mit dem Lead Mapes, das ist, was wir brauchen. Jetzt hast du, Stefan, als du angetreten bist in Heilbronn, natürlich alles kennenlernen müssen. Die Organisation, die Stadt, das Umfeld, auch die Sponsoren, die Unterstützer der Heilbronner Falken. Wie bist du an das Thema rangegangen und wie weit bist du jetzt gerade in Zeiten Corona, wo es herausfordernd ist, auch die finanzielle Situation der Heilbronner Falken sicherzustellen? Also ich muss sagen, ich hatte einen sehr aktiven Support von einem der Gesellschafter oder beziehungsweise von allen Gesellschaftern, weil es da schon sehr enge Strukturen und Netzwerke gibt, die seit Jahren sehr, sehr fruchtbar waren und die letztendlich gemeinsam zu diesem, ja, in der letzten Saison eigentlich sehr super Erfolg dazu beigetragen haben. Das heißt, hier ging es eigentlich sehr leicht von der Hand, aufgrund der Netzwerkstrukturen. Wir führten die Gespräche mit dem einen oder anderen, führten wir auch erst später die Gespräche mit Sponsoren und Partnern, aufgrund der Tatsache, weil man schon erahnen konnte, welche Fragen das auf einen zukommen. Und solange man dann zumindest mal keine Fragen beantworten kann, die einigermaßen plausibel sind und auch werthaltig sind, haben wir uns dann letztendlich dann auch dafür entschieden zu sagen, wir schieben das ganze Thema noch ein bisschen aufgrund halt dieser Situation. Wir sind froh bei den Heilbronner Falken, dass wir eine stabile Sponsoren- und Partnerstruktur haben. Unabhängig der Tatsache, dass natürlich der ein oder andere Sponsor im Rahmen seines Business und seiner Branche im Moment auch zu kämpfen hat. Und da haben wir alle dafür auch Verständnis. Dann spricht man aber miteinander und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Weg, wo man sich zusammenfindet und auch wie in einer Ehe, in guten sowie auch in schlechten Zeiten. Und da können wir uns in Heilbronn, speziell bei den Falken, eigentlich nur noch mal bei den ganzen Sponsoren und Partnern auch bedanken, dass ein sehr, sehr großer Teil weiterhin uns die Stange hält, unabhängig natürlich diesen ganzen Risiken, die jeder kennt im Moment. Jetzt hast du es angesprochen, die Unterstützung, die wichtig ist, und es gibt ein Budget, mit dem du arbeitest. Im Kader ist ja noch eine Ausländerposition offen. Offen insofern, dass theoretisch noch eine weitere Ausländerposition besetzt werden kann. Wie sind dort die Pläne? Also die Pläne im Moment ist, dass wir sehr zurückhaltend derzeit sind. Wir sind nicht aktiv auf der Suche. Wir haben 3 Importstellen derzeit besetzt. Wir können noch eine 4. letztendlich im Spielplan besetzen, könnten aber auch insgesamt 6 Stück im Kader bei uns lizenzieren. Aufgrund der aktuellen Thematik, was jetzt speziell am Freitag über die DEL, über den Sender ja auch rausgegangen ist, dass die DEL jetzt mal erst einmal verschiebt bis auf Mitte Dezember. Mitte November sitzt man wieder zusammen. Man merkt jetzt schon, dass der Transfermarkt eine gewisse Unruhe hat. Sehr viele sind sehr, sehr unsicher, ob sie überhaupt, wenn sie in der DEL derzeit einen Vertrag haben, in der kommenden Saison überhaupt noch aufs Eis können derzeit. Wir halten uns da ein bisschen bedeckt und warten jetzt einfach mal ab, weil wir natürlich auch im Rahmen der Betriebswirtschaftlichkeit, es ist halt nun mal so, dass letztendlich die Grundvoraussetzung ist, um einen fairen und auch sportlich erfolgreichen Betrieb aufrechtzuerhalten, natürlich da auch probieren, uns ein bisschen zurückzuhalten. Und die Kooperation mit den Adlern, die trägt natürlich sein Bestes dazu noch bei. Das wäre jetzt die Frage gewesen, Stefan, bestünde die Möglichkeit, wenn jetzt die Adler später beginnen, dass ihr dann noch den ein oder anderen Spieler von den Adlern übernehmt oder zumindest für eine Zeit lang spielen lassen können. Ist sowas laut Regularien möglich? Das ist laut Regularien möglich. Es hängt natürlich damit zusammen, welcher Spieler das ist, welche Nationalität. Aber vom Grundsatz gibt es diese Möglichkeit, ja. Und wie sieht denn jetzt die Planung für die Heilbronner Falken aus? Jetzt waren Vorbereitungsspiele. Es ist jetzt, glaube ich, der Get Ready Cup geplant. Wie sehen die nächsten Wochen aus?
die nächsten Wochen sind mit dem intensiven Trainingsprogramm sind die gespickt derzeit. Da ist der Michel dafür verantwortlich. Da flucht schon der eine oder andere Spieler. Er bereitet sich aktiv auf den Get Ready Cup vor, wo wir die Möglichkeit haben, mit Ravensburg, Kaufbeuren sowie auch Bietigheim insgesamt 6 Spiele zu absolvieren. Über den Beginn vom 16. Oktober bis zum 1. November. 3 Heim-, 3 Auswärtsspiele. Und ich denke, dass das, da sind wir gemeinsam der Meinung, dass das eine ideale Situation im Rahmen der gesamten Vorbereitung eigentlich für uns bedeutet. Kannst du da schon sagen, wie es mit den Karten aussehen wird für die, die jetzt endlich wieder Eishockey sehen können? Und wir hatten ja schon ein Heimspiel, wo auch Fans da waren. Aber wie ist es geplant jetzt mit dem Get Ready Cup und dann, wenn es losgeht mit der Hauptrunde? Ja, also es ist so, dass wir vom Grundsatz her die Genehmigung seitens der Stadt Heilbronn haben, mit 1000 Zuschauern in die Spiele hineinzugehen. Allerdings unter Berücksichtigung der gesamten Verordnungen und Bestimmungen, die halt aktuelle Gültigkeit haben. Da gibt es auf der einen Seite Bundesverordnungen, auf der anderen Seite Landesverordnungen, die teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Und wir jetzt speziell in Heilbronn haben derzeit die Verordnung, dass wir keine Stehplätze zulassen dürfen. Das wurde ja auch im letzten Spiel gegen Zürich auch jetzt einmal so getestet. Und da muss ich auch sagen, ein ganz, ganz großes Lob an alle Stehplatzbesucher und Fans, die sich in sehr, sehr kurzer Zeit auch damit committed haben, dann zu sitzen. Wir haben da probiert, etwas zu arrangieren mit Styropor und so weiter, so ein Sitzkissen. Wie das jetzt für den Corona-Cup ausschaut, wir werden uns sukzessive probieren, unter diesen Bestimmungen mit der Sitzplatzbelegung dieser Maximalgrenze von 1000 zu nähern. Aber wir werden jetzt keine Anstrengungen wahrnehmen, so hoppla hopp, ohne Koordination, ohne Verstand, mit aller Gewalt die Fans in das Stadion hineinzudrängen. Sondern wir sind jetzt auch noch in Gesprächen mit der Stadt. Und da sind wir auch froh, dass wir da bei der Stadt auch immer ein offenes Ohr finden derzeit. Eine Lösung für die Stehplatztribüne im Moment gemeinsam zu definieren, sodass wir halt nun mal wegen den Landesvorgaben die Sitzplätze auf 1000 Stück in irgendeiner Art und Weise befüllen. Und wer jetzt zum Spiel möchte, wie kommt er an Karten? Wir werden das ganze Thema über unsere Internetseite, über die Social-Media-Kanäle, die es dann auch so gibt, nach außen tragen. Wir werden unsere Partner, Sponsoren sowie auch die Dauerkartenbesitzer, wie auch beim letzten Spiel, direkt anschreiben, direkt kontaktieren, sodass dann auch jeder die Möglichkeit hat, vom Grundsatz her an eine Karte dranzukommen. Die Dauerkartenbesitzer sind derzeit bevorzugt, da sie natürlich aufgrund der letzten Saison, auch wie auch der letzten Jahre, eigentlich den Falken sehr, sehr treu waren. Und ich glaube, das wird auch jeder verstehen. Und alles, was danach dann noch frei als Kontingent zur Verfügung steht, das möchten wir dann letztendlich den Fans dann auch die Möglichkeit geben, diese Karten dann auch zu erwerben. Jetzt hat der Stefan gerade angesprochen, Michel, die Mannschaft musste hart trainieren und hat hart trainiert. Und jetzt, wie ist so dein Eindruck und wie ist dein Gefühl für die kommende Saison? Ja, wir haben eine Zeit, die es nie zuvor gegeben hat, mit fast 11 Wochen Vorbereitung. Wir haben uns länger darüber Gedanken gemacht, wie können wir die optimal nutzen, um bestmöglichst vorbereitet in die Meisterschaft zu starten am 6. November. Wir haben eine Strategie gewählt, die natürlich sehr kräfteraubend ist. Wir haben die ersten 5 Wochen uns die Zeit genommen, die Spieler wirklich physisch hart trainieren zu lassen, was zur Folge hatte, dass die mentale Stärke auch gefragt wurde. Mit der Zeit wurden die Spieler natürlich müde, was heißt, dass wir einen Break genommen haben, eine Woche, letzte Woche. Jetzt haben wir mit dem Get Ready Cup, Stefan hat es angesprochen, in den nächsten 5 Wochen 6 Vorbereitungsspiele. Bis dato heute darf ich sagen, war die Strategie sehr, sehr positiv zu bewerten. Wir konnten einige Spiele sehr gut unser System umsetzen, hatten jedoch nicht immer den vollen Power. Das erste Spiel konnten wir gewinnen in Arosa gegen einen nicht so starken Gegner. Trotzdem stand er kurz vor Meisterschaft in der Schweiz. Dann reisen wir nach Thurgau. Konnten 40 Minuten super Eishockey spielen, hatten Chancen plus, könnten in Führung sein und haben dann im letzten Drittel den Power verloren, haben dann da verloren. In Innsbruck dasselbe, der zweite oder dritte Gegner, der kurz vor Meisterschaft gestanden ist, wo wir auch 40 Minuten hervorragend gespielt haben. Im Abschluss hat die Kaltblütigkeit gefehlt, was wiederum zurückzuführen ist, dass die Frische nicht da war, im Kopf, in den Beinen. Wir hatten sehr viele Powerplay-Möglichkeiten, die wir ungenutzt ließen. Eine Stärke der Falken letztes Jahr, was zur Folge hatte,
dass wir da ein bisschen enttäuscht waren. Trotzdem konnten wir im letzten Spiel, kurz vor dem Break, die GCK Lions 9:3 besiegen, das erste Heimspiel, wo wir eine klasse Leistung gezeigt haben, 4 Powerplay-Tore hatten. Die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt ein bisschen frischer wie in der Mitte von diesen 5 Wochen. Und das stimmte uns sehr zuversichtlich und gab uns auch die Bestätigung, dass wir die letzten 5 Wochen richtig und gut gearbeitet haben. Jetzt zum Schluss, Michel, von dir. Was ist ein Wunsch für dich für die Saison 2020-21? Dass wir erstens einmal alle gesund bleiben. Und dass wir erfolgreich Eishockey spielen, tolles Eishockey spielen. Die Sponsoren, die Fans, sofern wie auch immer die oder wie viele wir im Stadion haben dürfen, begeistern können, etwas zurückgeben können in einer Zeit, wo alle drauf warten. Es ist doch einige Monate her. Ich bin jemand, der langfristige Ziele verfolgt, aber kurzfristig denkt. Das heißt, ja, es geht runter bis von Tag zu Tag arbeiten, von Tag zu Tag schauen, von Spiel zu Spiel, von Drittel zu Drittel, also wie man es immer nennen möchte oder sehen möchte. Das ist mein Wunsch und für den leben wir bei den Falken, lebe ich und hoffe, dass das aufgeht. Michel, dafür natürlich alles Gute und wir drücken dir die Daumen. Stefan, hatte ich natürlich auch die Frage zum Schluss, was ist dein Wunsch oder deine Wünsche für die vor uns liegende Saison? Also der persönliche Wunsch, unabhängig jetzt von dem Thema Gesundheit und familiäre Zufriedenheit, wenn man jetzt das ganze Thema auf die Falken mal konzentriert, wäre es mein persönlicher Wunsch als sportlicher Erfolg, auf jeden Fall den direkten Playoff-Einzug mit Heimrecht zu generieren. Alles andere wird sich dann zeigen. Und das Ganze natürlich dann noch einmal verknüpft für die Heilbronner Falken mit einem betriebswirtschaftlichen Ergebnis, was uns die Möglichkeit gibt, mit einem blauen Auge aus der Saison 2020-21 letztendlich dann auch auszusteigen. Vielen Dank, Stefan, dir auch natürlich dafür viel Glück und alles Gute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan Rapp, Geschäftsführer der Heilbronner Falken, Michel Zeiter, der Trainer der Heilbronner Falken und natürlich ein ganz großes Dankeschön geht an die Kreissparkasse Heilbronn, dass wir heute zu Gast sein durften unter der Pyramide. Und ein Dankeschön natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute unser Gespräch hier mitverfolgt haben. Und natürlich auch von uns alles Gute, gute Gesundheit und auf viele hoffentlich erfolgreiche Spiele bei den Heilbronner Falken mit der Kreissparkasse Heilbronn. Ein ganz herzliches Dankeschön. Wiedersehen. Herzlichen Dank.